Grundvoraussetzung für eine fachgerechte Produktion von elektronischen Baugruppen ist eine ausreichende Personalqualifikation der Mitarbeiter. Eine Grundlage bilden hier die international anerkannten Richtlinien des IPC. Der Fachverband für Design, Leiterplatten und Elektronikfertigung, FED, bietet Schulungen für die Richtlinien IPC A610, JSTD 001, IPC 7711, 7721 und Lötkurse an. Firmen, die einen größeren Personalstamm haben, können beim FED auch Trainer für diese Richtlinien ausbilden lassen. Elektronische Baugruppen und deren Bauelemente können im späteren Feldeinsatz ausfallen und Schäden verursachen. Damit in solchen Fällen eine Ursachenanalyse durchgeführt werden kann, müssen die Baugruppen und deren Bauelemente rückverfolgbar sein. Diese Rückverfolgbarkeit durch den gesamten Produktionsprozess bezeichnet man als Traceability. Hierzu kommen Scan-Codes zum Einsatz. Jedes Bauelement, das später verbaut werden soll, wird auf diese Weise mit seiner Produktionscharge erfasst. Bei späteren Schäden am Produkt kann so festgestellt werden, von welchen Lieferanten und aus welchem Fertigungslos das schadhafte Bauelement stammt und ob möglicherweise noch mehr Produkte betroffen sein können. Im Wareneingang werden Leiterplatten, Bauteile und Hilfsstoffe auf ihre ordnungsgemäße Anlieferung hin kontrolliert. Sie werden etikettiert und in die elektronische Warenbestandshaltung für den weiteren Prozess übernommen. Auch hier, am Übergang von außen in den gegen elektrostatische Aufladung geschützten Bereich, spielt die ordnungsgemäße ESD-Handhabung eine wichtige Rolle. So dürfen zum Beispiel Verpackungen aus Pappe nicht in den ESD-Bereich gelangen. In der Wareneingangskontrolle werden Prüfmuster der angelieferten Bauteile auf ihre Spezifikationen hin überprüft. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei die unbestückten Leiterplatten. Diese werden in einem separaten, komplexen Produktionsprozess hergestellt. Neben elektrischen Tests wird auch die Maßhaltigkeit der unbestückten Leiterplatten verifiziert. Elektronische Bauelemente und Leiterplatten können Luftfeuchtigkeit aufnehmen, die dann bei Lötprozessen schlagartig verdampfen und zur Bauelementschädigung führen kann. Aus diesem Grund werden diese Bauelemente vor Luftfeuchtigkeit geschützt gelagert. Das kann zum Beispiel durch Einschweißen in eine spezielle feuchtigkeitsdichte Verpackung, eine sogenannte Dry Shield-Verpackung, mit Zugabe eines Trockenmittels erfolgen. Zur Überwachung wird zusätzlich ein Indikator beigefügt. Beim Öffnen der Verpackung ist dann anhand eines Farbumschlags des Indikators erkennbar, ob die trockene Lagerung bei maximal zulässiger Feuchte eingehalten wurde.